Willkommen zum Bike Zwischenbericht vom M1 Erzberg. Ihr seht, es ist eine scharfe Maschine. Es ist wirklich ein scharfes Bike. Ich finde es echt cool, dass ich so testen darf von Sinnen. Ich habe ungefähr so 1500 Kilometer jetzt drauf. Vor das Radl so knapp über 2 Monate. Wirklich, das sagt man fort. Zu den technischen Daten schaut es am besten online. Was das genau hat. Auf jeden Fall markant bei dem Bike ist halt die Fox 38 und die Stahlfeder hinten, also Coil Spring beim Hinterbau. Der was da ein bisschen versteckt drin ist, ihr seht es. Ja, natürlich auch die Schaltung komplett XDR ist ein scharfes Teil und ebenso die Bremse, die Magura. Alles im einen. Würde ich sagen, komplett die Oberklasse von einem Bike. Für mich ist das Porsche Cayenne. Zum Bike selber, ich habe es voll hergenommen, ich habe gar nichts geschenkt. Muss bis jetzt sagen, habe keine großen Geschichten mit dem Bike gehabt, überhaupt keine Probleme. Kleine Sachen kann es natürlich geben, das gibt es bei jedem. Aber in Summe, man sieht auch da, wenn man da herschaut, der Rocker, ich bin ziemlich oft aufgesessen. Am Rahmen voll drauf auf die Steine, wenn man wo drüber fährt, klar, das passiert, da ist ein Platten oben. Ebenso auch mit der Gabel, wirklich, die ist wirklich dran gekommen. Und auch zum Beispiel der Schutz, was von dem eins oben ist, hat es teilweise auch gehabt, das 6 ist zerkratzt, das ist wirklich Druck genommen worden, also nicht geschont. Und ja, war bis jetzt echt stabil. Zum Bike selber. Wie soll ich das sagen? Es ist echt krass vom Reach. Ich wiege jetzt 90 Kilo und kann das Bike ungefähr 2500 Höhenmeter bewegen im Echo. Es hat 4 Stufen vom Prose her, das könnt ihr einmal nachschauen online, wie das übersetzt ist. Ist integrierter Akku, also Innertube mit 750 Wattstunden. Extrem ausreichend. Natürlich hat das auch sein Gewicht, das ganze Radl. Und da muss ich jetzt sagen, wer sich so ein Bike kauft oder zulegt, ich glaube, der weiß das und der rechnet auch damit. Und auch wiederum zum Fahren. Ich meine, die Fox 38er in der Ausstattung, die Performance oder wie sie heißt, also die Top-Gabe, braucht auch ein Gelände dafür. Sie spricht natürlich nicht so smooth an wie die einfachen Fox, also im Low-Bereich, aber wenn man das Bike gleich auf Geschwindigkeit bringt, das ist brutal, das ist ein Bügeleisen. Also je schneller dass man fährt, desto stabiler wird es. Zum einen fahren 21, hinten 27,5 plus und zum anderen natürlich dieses Fahrwerk, was bei hohen Geschwindigkeiten ein Bügeleisen ist. Ich meine, es ist auf das ausgelegt, es ist so gebaut und wirklich, wirklich krass. Was man nicht unterschätzen darf natürlich bei dem Bike, man muss arbeiten, man muss aktiv sein und gerade bei 29er fahren im Uphill auch arbeiten, also wenn sie nicht treiben lassen, dann funktioniert das Bike. Es ist sehr sportlich geschnitten zum Fahren. Und ebenso auch die Kurven. Also bei den Kurven Gewicht, Fiche. Wenn man da hinten sitzt, werden Kurven extrem schwer, gewichttechnisch etc. Wenn man mit dem Gewicht vorne ist, dann läuft es. Also dann funktioniert es wirklich. Sattelstützen Fox Transfer macht ihren Dienst. Ist sowieso Standard bei allen Bikes. In so einer Klasse, das absenkbare drauf ist. Passt aber zur Gesamtoptik, wo wir auch schon sind. Optisch das Radl, echter Hingucker. Wir reden viel Leute an. Natürlich, weil es die Marken selten gibt und weil wir es jetzt auch nicht so kennt noch. Ausstattungsmäßig, was totaler Highlight ist, ist die Lupine oben. Finde ich richtig krass. Gerade Upland, Fernlicht. Natürlich, auch wenn man stürzt, man hat sie oben, ist sie natürlich beim gescheiten Überschlag auch durch, aber das ist dann bei jeder Lampe so. Aber man hat halt immer die Möglichkeit, wenn man nachts am Weg ist, das dauert einmal länger, man hat die Lampen und es funktioniert, dass man da Licht mit hat. Flaschenhalter finde ich auch eine coole Idee, dass sie noch einer ausgeht. Und was ich weiß, gibt es das Radl auch gar nicht mehr in S. Also ich fahre jetzt ein M bei 1,85, ist vollkommen ausreichend für mich, diese Rahmengröße. L würde ich noch fahren können, ich mag es ein bisschen kürzer und wendiger. Und da kann ich wirklich nur Sachen fahren, wo ich sage, okay, es ist tragbar. Es ist natürlich die Sache, wo oder wie weit geht man mit einem E-Bike, fährt man jetzt da noch extrem technische Geschichten oder nicht.
Weil klar, irgendwann sind halt da Grenzen auch gesetzt, einfach gewichtstechnisch und vor allem drum und dran. Aber ich muss sagen, ich bin ja schon Sachen mit denken von, wenn man dachte, bald wird jetzt schwer, ist es auch wieder gegangen. Ja, Thema Bereifung, da kannst du alles falsch und alles richtig machen. Da ist dieser Eddy Current oben. Was bei Eddy Current krass ist, Durchschlagschutz. Natürlich, ein Durchschlag ist eigentlich ein Fahrfehler, sage ich. Also man hat einen Schnitt oder so, aber Snakebite etc. ist eigentlich beim richtigen Luftdruck ein Fahrfehler, weil das Gewicht zu weit hinten war und man nicht aktiv gearbeitet hat. Vorne arbeite ich runter, da kann der Durchschlag stattfinden, aber wenn man zu weit hinten ist mit dem Gewicht und die Beine zu kurz hat, ein Schlag durch, man hat einen Snakebite und fertig. Ich habe bis jetzt, ich muss auf Sattel klopfen, nicht einen Platten gehabt bei den Radl. 1500 Kilometer wüstestes Gelände, einwandfrei gelaufen. Also da muss ich echt sagen, krass. Und gripmäßig, es ist eine Gewohnheitssache. Ich schwöre, also mir taugt Maxis vom Form besser. Hinten ist er wirklich super im Antrieb, der Plus. Vorn vor der Führung, man darf sich halt auch nicht nach hinten fahren lassen, was ich gesagt habe. Sobald dass man hinten ist, fängt das Radl automatisch vorne ein bisschen gehen, weil natürlich auch die Masse dran ist. Genau. Ansonsten bin ich top zufrieden mit dem Bike. Ich werde jetzt die Saison noch gut bewegen. Der nächste Zwischenbericht findet dann bei knapp 2 bis 2.500 Kilometer Laufleistung statt. Und das sind keine Asphaltkilometer bis jetzt gewesen, sondern das war wirkliches Gelände. Also jetzt in Kroatien, wir haben es 400 Kilometer nur durch Bock geprügelt, also nur geprügelt. Die Leute haben geschaut teilweise, also die haben es nicht verstanden, was da passiert mit dem Radl. Ich bin da so eine Küstenwelche gefahren, die war bis dahin nur ein Steiner. Ich meine, ich schaue jetzt dementsprechend aus, aber es hat es gehabt. Und das finde ich in Summe schon wieder krass, weil allein der Carbonrahmen und so, der hat sicher einen halben Kilo Plastik verloren, gell, bei dieser Späße. Aber das Bike läuft immer noch. Muss man sagen, krass, auch mit der ganzen Elektronik, dass nichts passiert ist. Und das so ist. Auch der Support von dem eins ist super, wenn man von denen was braucht. Die sind gleich da, die sind sehr innovativ, muss ich dazu sagen. Und mit denen auch einiges telefoniert schon. Durch Corona doch keinen Kontakt gehabt, weil Deutschland anreisen für mich als Österreicher ein bisschen ein Problem ist. Werden wir aber jetzt in Zukunft ändern. Trotzdem sind auch super bemüht da, etwas zu machen und kümmern sich ja gleich darum. Muss ich sagen, alles im einen, wie gesagt, das Gesamtpaket, es kostet was, aber der, der sich entscheidet, sowas zu kaufen, der will auch das haben in der Ausstattung, sage ich. Und man darf halt auch nicht vergleichen, wahrscheinlich ein Radl um 6.000 oder 5.000 hat auch seine Leistung, jedoch wenn ihr das haben will, dann kostet es einfach, das ist überall im Leben so. Und man kriegt halt auch keinen Range Rover um 15.000 Euro rein, sondern man muss halt dann auch investieren und das Geld in die Hand nehmen. Man kriegt dafür, ich sage einmal, ein faires Produkt, was funktioniert, weil jetzt nach 1500 Kilometer kann man sagen, was los ist und was auch stimmig zusammengesteckt ist. Also Laufräder etc. muss ich sagen, unterm Strich wirklich eine super Sache. Ja, jetzt hoffe ich, dass das so weitergeht, dass das Radl alles durchmacht, was noch so ist. Und wir sehen uns beim nächsten Bike-Zwischenbericht, das werden dann die Conways wieder werden. Genau, bleibt dran. Falls ihr Fragen habt, M1 Sporttechnik, schreibt sie mir direkt, sind echt super cool drauf. Sind sie in die Kommentare. Technisch kann ich euch auch noch das sagen, was online ist. Das sind relativ jung entwickelte Bikes, die selbst wissen am besten, was los ist. Ich weiß es eh nicht so. Ich meine, ich fahre es, ich kenne mich schon ein bisschen aus mit dem Ganzen. Aber halt, dass ich jetzt im Detail sagen kann, wie alles läuft, was das alles so kann, wahrscheinlich viel mehr, was so ist. Ja, was ich nur sagen wollte, weil viele gesagt haben, ja, Thema Brose und so, er fährt sich komplett anders wie der Shimano, das muss ich schon sagen, wie der Bosch. Aber er ist sehr, sehr, wie soll ich sagen, naturgemäßer Antrieb. Also er unterstützt dich einfach, wie wenn du mehr Kraft hättest. Das heißt jetzt nicht, dass er mild ist oder so, ganz im Gegenteil. Man muss sich jetzt körperlich mehr anstrengen oder halt, man wird nur das unterstützt, was man dazu gibt. Das finde ich cool. Hat einen gewaltigen Vorteil, dreist bergauf fahren. Weil wo die anderen Motoren oft ein bisschen zu stark sind, ist der einfach viel feiner gedrosselt. Und das ist schon eine coole Sache. Ja, jetzt habe ich wirklich genug geredet. Danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, Kommentare und Daumen nach oben. Und wir sehen uns. Für dich, ciao.